Hallo miteinander und willkommen zurück zu Emir mit Freelancer. Weiter geht's, wir haben gerade neue Tags bekommen, beziehungsweise jetzt vor kurzem, von denen ich zumindest die eine schon gerade erforsche, die Guards, also Wachen. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier uns nochmal eine Granary noch bauen. Wir brauchen mehr Trader und Leute, die dort arbeiten, dann sind Trader, also hey, ich will nicht unbedingt die Leute, die hier drin sind, dafür verwenden für die Forschung. Das ist vielleicht ein bisschen problematisch. Denn wir können tatsächlich jetzt erforschen hier Ding ans Lager und so. Mud Bricks können wir auch erforschen. Plus 2,0 kriegen wir jetzt hier raus. Okay, das heißt, es dauert einfach ein bisschen und dann ist das hier fertig. Ansonsten ist alles im Plus. Das ist perfekt. Ich habe hier jetzt zwischenzeitlich alle Lederleute aktiviert. Also alle drei Stück, die wir früher hatten. Dann haben wir hier oben die zwei neuen Pottery-Typen, haben wir ja auch. Und hier habe ich genau eine Cider-Mill gebaut. Oder noch nicht wirklich gebaut, aber bald. Und hier nochmal ein weiterer Kuhverarbeiter. Dass unser Mietvorrat tatsächlich weiter wächst. Tja, wenn wir jetzt nicht mehr jagen müssen, um für dieses ganze Zeug aufzukommen. Höchstens Leder nochmal zusätzlich, wäre nicht schlecht. Ich bin auch sehr gespannt, inwieweit die Verbesserung und Erfüllungen der Bedürfnisse naja, ich meine, umso mehr die Leute es ist halt, umso mehr die Leute verdienen, umso besser wird halt alles, weil sie sich dann mehr bessere Sachen auch kaufen können. Okay, ja, Population geht weiter hoch. So, unsere Karotten reichen dann schon wieder nicht mehr. Ja. Das ist natürlich ein bisschen nervig, dass wir das die ganze Zeit machen, weiter nachbauen müssen. Hier haben wir noch ordentlich. So, dann nochmal hier. Ja. Nein. So. Ah, 90. Kannst du noch eine oder kannst du noch zwei? Du kannst vielleicht noch zwei, wenn es immer 5% sind. So, damit ist der hier auch fertig. Wir haben wieder genug Karotten, kriegen auch ein gutes Surplus. So, über Produktion. Aber weißt du was, wenn wir schon mal hier sind? Können wir auch dich ausbauen, dann müssen wir das nicht alle 5 Minuten machen. Ah, einer noch. So. Yep. Okay. Großartig. Plus 2,3 Karotten. So, davon habe ich ja 10 auf Lager gelassen. Ja, theoretisch haben wir auch genug Geld für die Forschungen und so. Das Ding ist halt, wie gesagt, ich hätte gerne diese Cubes of Dirt. Da muss man einfach nur ein bisschen warten. Oh, 40 Holz, aber momentan wäre nicht mal das ein Problem. Das ist schön. Hier die Warehouses, also größere Lager. Wir müssen 44. Ja, komm, mach mal einfach. Das wird schon passen, gell? Hier ist bestimmt momentan noch keiner, ja. Die sind auch alle ausgebaut. Ich habe sie alle abgegradet auf das zweite Level. Dass wir hier auch mehr dann speichern können. So, und wir könnten tatsächlich dann hier schon anfangen, so ein paar Lager aufzulösen. Das Problem des ganzen Aufbaus ist natürlich ein bisschen, dass wir hier unten keine zweite Mauer haben. Um diesen Bereich hier quasi zu schützen. Es ist nicht absolut optimal, aber es geht. So, mit den ganzen Butchern, die hier jetzt arbeiten. Ich denke, ein Wachstum von 0,3 an Kühen ist noch okay. So kriegen wir trotzdem noch kontinuierlich dazu, wenn wir natürlich auch ein gutes Lager haben. So, was sagt Pottery? Sagt plus 0,9, weil wir ja hamstern. Zumindest 25%. So, das sollte sich ja wieder negativ auf unsere anderen Bedürfnisse eigentlich ausdingsen. 39%. Wir könnten vielleicht auch nochmal einen Arzt bauen, weil 61% ist eigentlich schon gut. Eigentlich. Wir könnten es uns tatsächlich locker leisten. Vielleicht hier nochmal einen hinbauen. Zum Beispiel. Damit jeder Distrikt hier so seinen eigenen hat. So, hier können wir dann auch nochmal einen hinsetzen. Oh, das ist ein Weg da. Oh, das habe ich ja. Eieiei, das ist ja geradezu durchdacht hier von mir gewesen.
Das sollte hier ja sozusagen einer der zentralen Plätze werden, hier dieses Forum. So. Ich hoffe, man kann die besser später noch schöner machen, diese ganzen Straßen hier. Also nicht unbedingt nur, also nicht nur dadurch, dass man sie pflastert, sondern vielleicht auch entsprechend mit Plätzen oder so. Diesen Drumplatz habe ich auch hier schön. Durch geht es ja, okay, tatsächlich. Ja, das kann man nicht verkaufen, das ist klar. Gut, so wäre ich immer nur Wasser verkaufen würden an die Leute. Oder Luft. Luft verkaufen wäre auch nicht schlecht. Solange wir jetzt Steuern dafür bekommen, ist alles gut. So, und das andere, was wir gerade erforschen schon, sind die Guards. Das ist ein weiterer Service sozusagen. Dann können wir Türme bauen mit Javelin-Türmen. Also mit Javelin-Leuten drauf. Die schießen. Und wir kriegen die neue Ressource Guarding. Ja. Protect officials and patrol the city every day. Reinforcing authority on the population. Also quasi sind das, ja, sowas wie eine Polizei. Das ist schön. So, die Wheat-Produktion. Die müssen wir jetzt auch noch ordentlich ankurbeln. Wir haben auch noch ein paar Hacken. Ein paar. So. Und tatsächlich auch noch die Äpfel. Jetzt, wo wir einen Dingens haben. Einen Cider-Brower. Noch so wenig. Irgendwann eben massive Nachfrage nach Äpfeln. Oh. Keine Äpfel mehr. Das ist überaus tragisch. So, dann mal hier noch Wheat. Wheat. Du bist dann auch auf 100%. Unser Freund hier unten hat noch Kapazitäten. Eine Menge. Ah, eins geht noch. So. Sehr schön. Jetzt gehen wir tatsächlich auch noch Wheat oben drauf. Witzigerweise, na, die Mente ist eigentlich bei 9. Verkaufen 2,2 Supply und 2,5. Ah ja, das ist natürlich, weil wir hier was hamstern. Ist ja genau dafür da, dass wir immer genug Karotten und so weiter haben, um Felder anzulegen zusätzlich. Eine neue. Oh. Rebellion Risk in Fianca is very low and there is a high. Was? Of local cultures. Strong local garrison. Okay. Ich würde sagen, wir müssen mal hier ein bisschen erhöhen, wa? Was ist denn mit der Loyalität auf einmal los? Geht es hier auf 30 wieder hoch. Loyalty, Population, State minus 9. State Legitimacy, Privileges, 25. Authority. Ja, die Authority ist halt extrem gering, ne? Staatstruppen. Garnison, Amount of Population und Conflict. Der geht runter auf 24. Standardizing Barter. Oh, das wäre tatsächlich die Einführung eines. Oh. Einer richtigen Währung. Das machen wir später durch. So, Improving Storage ist fertig. Und die Guards. So, und jetzt. Neue Ressource, Guards hieß es. Wo ist das denn hier? Military hier. Primitive Tower. Ein Mann sitzt da drin. Ja, mache ich das jetzt dahinter oder davor? Nehmen wir mal hier eins hin. Also, was könnten wir auch dahin bauen? Ja, aber die kommen jetzt eh nie mehr rüber. Ja, da brauchen wir Staatstruppen offensichtlich. Jetzt muss ich tatsächlich ja wieder ein paar dafür sorgen, dass hier ein paar Jobs weniger sind. Das ist nicht gut. Aber was willst du denn machen? Weil vor allem hier alles um die Ohren fliegt, ne? Tja, können wir denn irgendwas machen? Ja, nicht so wirklich, ne? Ja, wir könnten durch das, was wir selber... Wir haben jetzt plus 17.
als Einkommen. Ich würde sagen, wir könnten das hier auch runtersetzen, auch von mir aus. Gucken, ob 15 reicht. Okay, 15 reicht tatsächlich nicht. 20. 20 reicht auch nicht. Doch. 20 ist okay. Und das setzt ja unsere Realität dann nochmal. Ja, geht hoch auf 43. Ja, es ist ein bisschen, man kriegt das etwas spät mit, wenn man da nicht die ganze Zeit drauf achtet. Ja. Benz. Ja, wir brauchen mehr Autorität. Die Guards machen ja Autorität. So gesehen sind die bestimmt eine gute Investition. Ist das ein... Irgendwas macht das Minus. Ist das Administration? Ja. Dauert ein bisschen, bis der Turm fertig ist. Wir werden dann eh noch Leute brauchen. Weil wir ja hier blitzmäßig eine Armee aufstellen mussten. Naja, ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe halt auch gesehen, beim Einloggen, dass ich jetzt auf einmal mehr Charaktere auf meinem eigenen Server erstellen kann. Das wäre zum Beispiel auch vielleicht denkbar, ein zweites Dorf mit dem zweiten Charakter hier aufzumachen und dann vielleicht mit dem eigenen Dorf zu traden. Also dass man mit sich selbst quasi handelt. Das würde vielleicht unser Kupfer- und Eisenproblem eventuell dann lösen. Man ja auch einstellen kann, dass man in der Nähe spawnt. Oh. Wir haben wieder Slums. Zumindest einen. Genau einen. Okay, der Guard. Tower ist da. Können wir irgendwas schlafen legen, damit Sachen besetzt sind? Ist die Frage, was gerade nicht besetzt ist. Also ich glaube Clay, da dürfte jemand fehlen, oder? Yep, da fehlt die eine Truppe jetzt. Es ist immer interessant, wo die Leute dann immer rausziehen, wenn man die einfach so rekrutiert. Auf jeden Fall nichts, was irgendwie wichtig war anscheinend. Das kann man 5, 2 kann man 6. Hm. Unsere Lager sind ganz schön voll. Mit allem möglichen Scheiß. Deswegen würde ich ja so gern dieses verbesserte Lager mal bauen. Bewegen wir dich erstmal kurz hier hin. Ich auch. So, und wir haben ja gelernt, nicht ganz nah dran hier, sondern irgendwie so. Zack. Das erinnert sehr stark an die Lager früher bei Caesar oder so. Ja, irgendwie wächst hier nichts. Was ist denn da los? Jetzt geht es ja auf 45 hoch. Bloß wegen dieser einen Sache oder was? Das kann mir doch keiner erzählen. Heuer mir mal einen an. Bloß 3 Guarding macht das jetzt. So. Ist das nicht hier drin? Doch, da ist es als Ressource. 3. So, und wie viel macht das jetzt aus bei Loyalität? Schießt du 48 überhin? Das ist nochmal 2 mehr. State Authority. Plus 3 durch einen Turm. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und ich wäre ja wirklich, jetzt gucken, ob das überhaupt geht. Ich kann auf der Insel hier, ich kann place this here, because this area is currently inaccessible. Ich kann da also quasi nicht rüber. Ich müsste also eine Brücke bauen. Können wir das eigentlich schon? Können wir noch nicht wirklich? Oder kann ich hier so rüber? Nee, ich kann doch keine Brücken bauen. Wir sind noch zu primitiv für so eine Späße. Tut mir leid. Aber sobald wir das können, machen wir hier eine Festung. Das wird unglaublich gut werden. Da freue ich mich schon jetzt schon drauf. Was machen die denn hier?
So sehr lebendig die Stadt. Jetzt laufen sie auch hier auf den ganzen Wegen rum und nicht immer hier außen rum. So, langsam aber sicher kommen die Leute jetzt hier dazu. Sie haben jetzt hier 20 Nahkämpfer. Können halt eine sehr viel größer da. Ich gehe ja normalerweise, mache ich das ja immer so, oder ich versuche es zumindest, dass ich in allen Spielen, die ich spiele, immer nah am Limit bin, was Armee angeht, aber in dem habe ich es bisher noch gar nicht geschafft. So, wieder ein inaktiver mehr. 85% der Vital Needs sind erfüllt. Das ist schon super. Later. 0,3 Kühen geht das auch nicht ganz so schnell, aber wir kommen mal trotzdem nicht wirklich hinterher. Könnten vielleicht sogar einmal ausschalten, um mal... Oh, das sollten wir vielleicht sogar, weil... Jetzt nicht nur aus dem Grund, weil es momentan einen Mangel an Arbeitern an anderer Stelle gibt, sondern weil wir eben nur 3 Paddocks haben. Also mehr Kühe sollten wir nicht wirklich hier züchten. So, unsere großartigen Schleimausgräber. Haben wir jetzt genug Schleim? Fast. Fast genug Schleim. Ja. 47 ist eine gute Loyalität, das reicht locker dann. Okay. Die Salzgeschichte kostet nur 50 und 10 davon. Wir machen aber erstmal das. Wer hat den Starter? Das ist das Barter. Also, das haben wir noch gar nicht durchgelesen hier. Ja, we could try to select common goods that are small, durable and rare enough to use as standards for exchanges. Anything could exchange their goods to one of these knowing they can them was? One exchange their goods to one of these. Knowing they can then trade it back against other necessities. Yeah, that would facilitate trading, not having to find goods needed by both parties and being able to measure and store value for more efficiently. Also irgendein Ersatzstoff, was ja Geld ist, ne? Irgendwas, was anderen Dingen den Wert beimisst, dass man das eben benutzt, um für Dinge zu bezahlen. Dann erledigt sich das Problem, dass immer jemand, mit dem man irgendwas tauschen will, immer irgendwas haben muss, was man selber auch braucht. Sonst lohnt sich der Tausch halt nicht. Ah, 500 Gold und 20 Kupfer. Okay, da sind wir noch weit weg von. Aber hier. Mud Bricks. Und dann nur 50%. Sind es 79? Geht eigentlich die Wahrscheinlichkeit, wenn ich mehr Leute hier einpacke? Nee, die bleibt bei 79. 79 ist aber gar nicht so übel. Wir machen das mit allen. Okay. Na ja, komm, wir machen das auch, wenn wir... Na, echt jetzt? Wir warten da eben auf den einen noch. La 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 la. Jetzt komm schon. Junge. Ja, wir kriegen nicht nur plus 2 jetzt gerade rein. Was hat sich denn verändert? Buildings Upkeep, Infrastructure Upkeep, Units Upkeep. Achso, die eine Sache, die haben wir ja umgestellt, aber haben sie gar nicht. Oh, die haben wir nicht umgestellt, ist immer noch auf 1. Gut. Tja, wie können wir das hier noch boosten? Wir müssen das Einkommen der Leute steigern. Oder einfach mehr Leute halt haben. Es wird sogar weniger. Na gut. Ich will trotzdem die Mud Bricks haben. Wow. Start Project. Yay. Hä? Das hat auch eben noch 120 gekostet. Jetzt doch, jetzt haben wir doch. Okay. State Coins 90. Es ist, Leute, es bringt ja nichts. Also wir müssen hier definitiv auch die 25 hoch. Privilegien. Alles andere ist einfach zu wenig.
Auch wenn das den Leuten nicht gefällt. 41 ist aber genug. Wir können ja jetzt dann noch mal ein paar Türme bauen, dann geht die Loyalität ja eh hoch. So, du bist auch fertig. Aber noch kein Arbeiter. Das Einzige, der gerade noch fehlt. So, und was wollen wir denn hier drin haben? Wir wollen hier drin haben Hammer. Leder. Javelins. Was haben wir noch hier, was wertvoll ist? Pottery. Oh ja. Die ganzen... Ah, Tin Ore, Iron Ore und Gold Ore. Tin Ore? Achso, Iron Ore noch. Iron Ore. Ne, Ore in Iron. So. So. Ja, ich... Profanerweise, also ich denke mal nicht, dass wir da was auf Lager haben werden. Ach, mehr kann ich gar nicht erlauben. Okay. Tja, dann hätte ich ja gesagt... Ach, es ist keiner hier, aber wir können trotzdem Sachen einlagern. Das finde ich ja, das finde ich ja grandios. So, zack. Zack. Und zack. 80 von 128. Hä? Iron Ore, Iron Ore. Naja, vielleicht hat er es jetzt gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Steine gehen hoch und hoch, aber wir verbrauchen keine. 28 zahlen wir jetzt bei los. Na gut, wir haben natürlich auch unsere Armee vergrößert. Das wird jetzt auch jedes Mal dann teurer. Jetzt hier zum Beispiel 10 Javeliners mit einbringen, würde das 6 weitere Abgiebkosten. Mann, Mann, Mann. Das ist nicht wenig. Das Mini-Damage 6. Was haben denn die normalen Typen? Was? Du willst mich jetzt echt verarschen, oder? Mini-Skill 2,5 und Damage 3. Na gut, die haben weniger Mini-Skill. Nee, so dann. Die müssen es ja sein. Aber machen, ja, das macht ja auch Sinn, die, ob die jetzt mit dem Javelins jemanden stechen oder schmeißen. Ist ja eigentlich Wayne. Damage Bonus when charging. Bestimmt eine große Masse hier, oder? Das ist ein Geskillter und der macht nochmal ordentlich mehr Schaden. Toughness ist natürlich auch nochmal größer. Na gut, aber wir müssen ja jetzt eh nicht. Immer noch ein Job available. Die Stadt muss wachsen. Und wir bauen mal ein paar weitere Häuschen hier. Da geht's nicht. Hier geht's. Da, da. So, hier soll ja die Straße weiterlaufen. Nur so für alle Fälle. Ja, und irgendwann müssen wir jetzt auch dieses ganze Zeug hier upgraden. So ein bisschen. Ja, komm, hauen wir mal ein bisschen was raus. Was sind das immer? Achso, gut, Hammer will ich auch. Oh, wir haben keine Hammerproduktion. Weil. Weil wir keine Flints haben, oder? Wo sind denn die Flints? So, Making Cubes ist fertig. Oh, wir haben jetzt Cider. Oh, wir verkaufen den auch gerade noch gar nicht. Ja. Cider. Jetzt geht ja die Party los, Leute. Ja, ja, ich sag ja, wir haben keine Flints. Jetzt haben wir wieder welche. Jetzt haben wir wieder 1,5 Hammer. Scheint, als müssten wir wieder einen unserer Flint-Leute noch weiter aufwecken. Oh, die sind alle aufgeweckt. Diese aufgeweckten Kerlchen. Also gut, dann müssen wir wohl nochmal einen Flintmann bauen. Ja, natürlich, die haben doch jetzt gerade erforscht die ganze Zeit.
Diese Making Cubes Geschichte. Deswegen haben wir alle Flints verbraucht. So. Und was hat uns das jetzt gebracht? Ist was dazugekommen, oder? Ray, Stone, Soil Miner. Hier, Brickworks. Produces Bricks as Basic Construction. Ja. Und wir brauchen 3 Äxte. Super. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das erforscht habe. Das bringt uns im Moment sehr viel. Oh, wir haben nicht mal genug Hammer, um das zu bauen. Komm, gib mir diesen Primitive Tower. Ich möchte ihn haben. Noch einen. Und die Leute hier wieder durchdrehen. Stabil bei 39. Das ist okay. Konflikt ist auch relativ gering. Ein paar Guards und dann ist das hier alles in Butter, sage ich euch. Machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis denn, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao, euer Freelancer.